Gemeinderätin Anna Pittarelli, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, egregio Sindaco, Sie haben davor gesagt, dass ich bestimmte Absichten verfolge. Mir wird vorgeworfen, bestimmte Absichten zu verfolgen mit meiner Abstimmung. Ich habe gelesen, dass ich eine Verräterin bin. Aber ich frage mich, wer verratet wen? Chi tradisce chi qui? Vor einigen Monaten habe ich entschieden zu kandidieren. Ich habe auf eine eigene Liste verzichtet, weil ich der Meinung war, dass man eben zusammen mit eben dem PD, gemeinsam mit der SVP, etwas erreichen kann, eine Erneuerung. Damals wurde entschieden, mit bestimmten Parteien nicht mehr zusammenzuarbeiten und einen eigenen Weg zu gehen. Era stata intrapresa una via di andare avanti in un modo particolare, senza determinati partiti, allora quando PD e SVP hanno deciso di formare il gruppo. Cosa succede poi dopo l'elezione? I primi partner a cui ci si rivolge, chi sono? Quelli che prima si è detto che non si volevano perché bloccavano tutto? Da frage ich mich schon, wo ist die Kohärenz? Dov'è la coerenza? Ich habe gestern abgestimmt mit Nein, weil ich ein Zeichen setzen wollte, ein Zeichen der Erneuerung, weil ich daran glaube, dass es eine Erneuerung geben kann. Sono convinta di un rinnovamento. Per questo ho votato ieri no. Io ho dovuto anche ai miei elettori questo no. Per questioni di coerenza, perché quello che io dico prima dell'elezione io lo seguo anche dopo, perché sono coerente, non come altri. Io non tradisco i miei elettori, verrate nicht meine Wähler, wie es andere tun. Ich habe gestern nach zwei Tagen Überlegung mir das sehr zu Herzen genommen und mit Nein gestimmt. Ho votato no, seguendo il mio cuore. Io voglio fare qualcosa per la città, anche per questo io mi impegno per un determinato progetto. Mi impegno da più di un anno, gratuitamente, perché amo la mia città. Ich setze mich für die Bürger ein und das wissen Sie. Quante volte ho fatto negli ultimi mesi sopralluoghi con i cittadini che avevano bisogno? Io sono sempre disponibile per tutti, sempre. In questo sono coerente, io lavoro per i cittadini. Questo dovrebbe fare anche l'intero Consiglio Comunale e poi, chissà, forse una giunta, se ci sarà o no, lo vedremo stasera. So, Gemeinderat Rudi Rieder. Pifano, Pittarelli, Planer, Randi, Repetto, Rieder.